Moin, neue Runde Satisfactory. Ja. Nicht mehr lange, dann ist Update 5 da. Weniger als eine Woche. Heute ist, was ist denn heute? Mittwoch. Genau, Mittwoch ist heute. Ja. So, gestern gab es einen Livestream von Coffee Stain. Die haben nochmal bestätigt, dass... Ich gehe mal hier hin, da können wir es besser sehen. Es gibt ja von den Wänden... Geh mal hier hin. So. Mach die mal farblich. So, es gibt ja von den Wänden da noch eine, die ist nur eine Höheneinheit hoch. Hier, so, ne? So. Das ist das einzige neue Item, welches es, ja, von Anfang an gibt zum Bauen. Und zwar nur diese eine Höhe. Alle anderen neuen Bau-Items, Assets, die ihr in den Videos schon gesehen habt, die muss man in dem Awesome Shop kaufen. Ja, mit diesem, ich nenne es mal jetzt Voucher, habe ich eigentlich welche hier dabei? Ne, die habe ich alle rausgelegt, ne? Achso, ich habe eine Schnecke gefunden, guck mal da. Also das haben sie gestern nochmal bestätigt, ne? Da muss... Ihr müsst ihr das einkaufen. Ich habe natürlich nicht gesagt, wie viel es kostet, aber egal. So, kurz diese in dieser Folge, weil so viel bauen wir ja nicht mehr vor Update 5, wegen den Teilen. Aber wir müssen natürlich gucken, dass Nagelöhre vorher gefixt werden. Das ist eins. Und zwar wegen dem Kram hier. Eigentlich ist das so pillepalle gebaut. Ich habe jetzt aber keine Lust, den Bahnhof hier zu versetzen. Es sei denn, wir müssen es. Und zwar folgende Situation. Von dieser Seite kommt ein Zug, das ist der Motorenzubringermaterial. Das ist der Rotoren- und Stratorenzug, das liefert der hier an. Der fährt dann hier raus, was ja schon mal entgegen der Fahrtrichtung ist, ne? Nicht gut. Also der kommt jetzt erstmal hier, damit wir mal eine Übersicht kriegen, weg. So. Jetzt haben wir hier einen Zugang. Diese Richtung und hier wieder raus. Der kommt jetzt auch mal weg. Das bleibt jetzt gleich irgendwo der Kohle, der Ölzug stehen, aber das ist jetzt wurscht. Wenn er da hinten ist, wird er sagen, kein Ziel gefunden, aber ist jetzt erstmal egal. Eigentlich kommt auf dieser Strecke... Wer bist du denn? Bist du der Ölzug? Kann ja nicht sein. Wer bist denn du? Lass mal kurz gucken. Sicherung durchgebrannt. Eines der Stromnetze hat sich abgeschaltet. What? Kein Strom. Das heißt, wir haben hier keine Verbindung nach da hinten, weil... Bist du der Ölzug? Das nur über die Stromlinien ging. Wartet mal. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hier, da, rot. Das Ding ist nicht am allgemeinen Stromnetz angeschlossen, aber warte mal. Echt jetzt? Der ist... Oh Mist. Bleiben Sie geschmeidig. Wie gut, dass man... Ja, seht ihr? So werden Schwachstellen... 7 ist nicht der größte. 10? Ja. Ach, jetzt habe ich den Kram ausgeladen. Warte mal, ich hol mal den... Ich hol's mal gerade. So, bin wieder zurück. Wir machen mal hier gerade ein Quick and Dirty. Das ist ja sowieso ein Ding, was mir hier schon lange auf den Senkel geht. Aber es geht ja eigentlich um die Stromversorgung überhaupt nicht in dieser Folge. Komm, machen wir hier. So. Und... Na komm. Ich friemel den jetzt mal hier irgendwie da dran. Das ist ja ganz toll, ist das. Daher. Dahin. Hat es Strom jetzt? Lass mal gucken. Sieht so aus, ne? Und du? Was ist der Ölzug? Ja, er hat also keine Meldung mehr. Huch, da ist mal gar nichts. Ist er kaputt? Und du? Ne. Warte, bleiben Sie geschmeidig. Hier hinten ist natürlich keine Akkuversorgung, ne? Das wundert mich jetzt aber. Guck mal. Warte mal. Strom. Zack. Warte mal. Dürfte jetzt hier eigentlich nicht. Bist du nicht angeschlossen? Muss ja angeschlossen sein, weil der hat ja hier die Bahnlinie. Ja.
Achso, dann ist das wieder so ein Ding, wo ich einen Zug abreißen muss, ja? Ist mir jetzt scheißegal. So. Added. Der darf ja dann da nicht. Doch, der Plattenzug muss hier wieder zurück, ohne an diesem Ding hier angeschlossen zu sein. Und den machen wir jetzt. Ich habe hier. Ich habe nämlich noch was ganz anderes gebaut. Ich weiß aber nicht, ob wir das in dieser Folge nochmal hingucken. Wir müssen nämlich jetzt erstmal das hier fixen. So. Gehen wir bis da raus. Gehen hier mal rum. So. Was gibt's ja? Wir gehen hier erstmal ein Stück lang. Und zwar, ich weiß nicht, ob das damit funktioniert, deswegen lassen wir es erstmal kurz hier so da liegen. Eigentlich darf der nur. Ist das ein Gleisvorbett? Da sieht immer wüst aus. Da dran. Später, jetzt nicht, jetzt ist egal. Weil hier kommt das ja an. Und es darf nur da dran. Gleichzeitig darf der da hinten aber nicht weitergehen. Das heißt, es muss hier dran vorbeigehen. Der muss hier dann nochmal, und da haben wir wieder mehrere Abgänge, da lang gehen. Oder aber. Das ist ja jetzt nur so ein temporärer Bahnhof. Da stehen zwei komische, nee, drei Züge stehen da drauf. Eigentlich müssen wir den hier lang kriegen. Wartet mal. Wir müssen den eigentlich verlängern. Den nochmal. Ja, das nächste Mal hier mit Update 5 können wir das hier einfacher machen. So. Und geh erstmal hier so ein Stück lang. So. So. Ja, noch ein Stück. So. Wieso kommt da eigentlich die Meldung Sicherung durchgebrannt? Gab's denn noch nie? Da ist halt der Strom weg gewesen. Und dann? Die Meldung? Seit wann hat's denn die Meldung? Wartet mal, ich will noch mal kurz gucken. Ich brauche noch mal einen Strommast hier. Ging das eigentlich hier auch eben? Nee. Lass mich mal hier hinten noch mal gucken. Dann müssen wir hier dran gehen. Der ist aufgeladen. Der hat auch eine Verbindung. Hier. 36.000 Megawatt, 36 Gigawatt haben wir gespeichert. Das reicht für Update 5. Wenn da hinten das Öl leer läuft, falls wir das irgendwie anhalten müssen. So. Wartet. Kommen wir denn hier erstmal an dem zurück? Lass uns mal hier die Hälfte von dem. Die Hälfte von dem. Ja. So. Der muss unter anderem da rum. So. Und da kommen hier Signale hin. Das ist ja in Ordnung. Ne? So, das können wir aber so nicht lassen. Weil dann sieht das nämlich Mist aus. Ne? So da dran. Das wollen wir eigentlich nicht. Der sollte eigentlich da dran gehen. Der ist. Wo hängt denn der hier? Der hängt. Eins der Neber. Kriegst das sowieso wieder nicht. Der war also jetzt nicht so. Der war eigentlich so, ne? Hör mal her. So. Und dann. So. So. Signal. Huch. Ja, ne? Kürzester Weg. Der ist natürlich der kürzer als da lang, obwohl der hinten noch gar nicht angeschlossen ist. So, der ist dann eigentlich Motorenstratt, verschlag mich tot, soll da nur lang fahren. Der ist also Nebensache. Das heißt, der kriegt ein Signal hier, der muss immer warten. Die werden so Signale, dass die auf jeden Fall
einen größeren Block haben, das heißt öfters fahren. Den kriegen wir da jetzt natürlich nicht raus, ist auch geil. Wartet mal, ich schließe den mal kurz temporär da an, damit er da rausfährt. Los, fahr mal. Weh, du gehst jetzt nicht, weil da drei ist. Na, hat's geschnallt. Den mach ich gleich wieder weg. Danke. Los, hau ab. Ist der Ölzug. So, bist du weg? Ja, bist du weg. Flupp. So. Und jetzt brauchen wir den. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Mist baue. Wir müssen da hinten ja noch eine Verbindung dann wegnehmen. Der muss hier hin. Also sollte. Geht hier runter, wieder auch bis zur Hälfte. Und sollte jetzt eigentlich mal schön geschmeidig hier den gleichen Radius hier irgendwie so nehmen. Wer bist denn du jetzt? Ja, du kannst nicht, ne? Weil da hinten ist nichts angeschlossen. So. Ist ja jetzt wurscht. So, warte. Gut, dass du da parkst. So. Und dann macht einen Knick. Halt. Das wollen wir nicht. So. Kommt ziemlich nah da dran. Eigentlich wollen wir den so. Und dann so wollen wir den haben. Jetzt müssen wir hier mal was gucken. Jetzt habe ich ja garantiert nicht das Baumaterial für eine Lok dabei, weil ich habe ja hier für Schienenbau. Kann ich gar nicht. Wo ich an einer ganz anderen Ecke auf dieser Welt gemacht habe, ich. Warte mal. So. So, und es hieß ja, dass das keine Kollision ist. Das habe ich euch ja im letzten Video gesagt. Wir werden es rausfinden. Um es so zu sagen. Wenn nicht, dann muss halt hier im Bogen gemacht werden. Das sieht natürlich auch wieder beschissen aus. Weg mit dir. Also diese Schienen, ne? Die können einem auch ziemlich auf den Senkel gehen, um das immer so zu sagen. Machen wir so. Hier einen Bogen hin. So. Später gucken. Alles mit Update 5. Das Gelumpe. So, jetzt pass auf. Die hier hinten dürfen keinen Anschluss an das haben. Also mache ich mal den weg. Erstmal so. Und den. Dann können wir den auch wegmachen. So. Eine Weiche weniger, die hier rumzicken kann. Weil der hier kommt, was holt der eigentlich ab? Motorenabholung. Und? Boah, shit. Der ist verkehrt rum. Nee, der ist richtig rum. Stratrotor. So, die drehen die da um. Könnte natürlich dann auch hier umdrehen, ne? Muss man sie gar nicht bis dahin fahren lassen. Können wir auch mal festhalten. Mal gucken, wie wir das machen. So. Das Ding ist natürlich jetzt hier im Weg. Wir gehen mit dieser Plattform hier, also das ist jetzt quick and dirty, weil man ja jetzt auf keinen Fall jetzt hier irgendeinen Schönbau macht, weil wir die neuen Teile haben wollen. Definitiv. Fakt. Und genau mit dem dahin. Ja, also deswegen tun wir erstmal nur das Schienennetz machen. So. Der Baum ist sowieso nächste Woche wieder da, weil bei dem Patch ist alles das dann wieder vorhanden. Und dann machen wir eigentlich, wie machen wir denn das am blödesten? Wir machen hier keine volle Foundation, die machen wir gleich wieder weg und holen uns dann mit den neuen Assets. Wie lang ist denn der, brauchen der nicht einspurig sein? Das ist ja noch der zweite Punkt. Hier braucht der nicht einspurig sein. Okay, hier muss er da dran vorbei, hier machen wir mal weg. Wieder bis zur Weiche, ne? Geht wieder bis zur Weiche. Ja. Dann zickt die da wieder rum. Dann machen wir den hier mal weg. So.
Kann ich sagen, wenn du das so machst und jetzt da die Weichen. Hier muss er eigentlich dann. Weich dran machst, dass die nicht mehr erkannt wird. So, halt. Und. Hier. Und er müsste dann. So. Und. So. Das Gefälle. So, jetzt müssen wir mit dem. Es hat ja keine Kollision an der Umgebung. Warte, wie sieht denn das hier aus, wenn wir den so machen? Ja, jetzt geht noch. Ja. Dann gehen wir mit dem hier rum. Mal so ein bisschen feinere, nicht feinere, sondern ein bisschen länger gezogene Kurven machen. So, du musst da nochmal weg, bitte. So. Hier ist schon wieder eine Verwehung. Mach mal so, bitte. So. So. Und hier bitte ein bisschen näher dran, aber nicht so, dass der halbe Zug im Felsen ist. Ungefähr so. Weg mit dir. Und dann kriegen wir den hier noch ein bisschen irgendwie so dahin. Wir müssen mal gucken. Nicht zu nah zusammen. So. 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 Nein, der ist jetzt wieder... Hä? War das nicht irgendwie... Die lassen sich aber auch beschissen verlegen. Ja, da hast du so einen kleinen Knick da drin. So. So. Dann gehen wir hier mal hier hin. Und dann gucken wir mal. So. Also ich glaube ja nicht, dass die da zusammenstoßen. Jetzt eine Verwirrung. Da. Wir machen hier diese Foundation weg. Also dann kommen dann Stützen hin. Über diesen... Abgang, Tunnel, was auch immer. Aber jetzt, damit ich die Schiene ziehen kann, machen wir das mal so. Mal her. Ungefähr. Der soll er dann hier da lang. Okay, mach mal den bitte circa dahin. Und dich dahin. So. Muss der da dran? Machen wir den ungefähr hier hin und den ungefähr, wie sieht denn das wieder aus, hey, dahin. Der peilt Mist, der muss mal eine Stufe weiter nach links. Ja, doch. Das machen wir kürzer. So. Dann geht er hier rüber. Bist du eigentlich? Der Ölzug. Wie ist denn der jetzt gefahren? Ja, ist mir jetzt mal wurscht. So. Das wird dann hier umgebaut, ne? Wie gesagt, dürft ihr nicht vergessen. Hier wird es umgebaut. So. Und du? Ja, so geht's schon mal gar nicht. Der muss ein Stück weiter außen sehen. Wenn wir hier einen besseren Bogen hinkriegen. So. Okay. Komm mal hierher. Ja, die Röhre kommt auch dann anders. Keine. Kriegen wir alles hin. Hier vorne der Elektrotechnik. Geh jetzt erstmal nur darum, die Dinger hier zu ziehen. So. Du darfst gerne noch mal eine Runde fahren. Müsste dir das jetzt nicht eigentlich schnallen? Eigentlich schon, ne? Ist jetzt wieder... Kriegen wir alles hin. Ist jetzt wieder so ein Ding. Wir haben doch die hier hinten angeschlossen, richtig? Und jetzt kommt wieder der Punkt. Die sind nicht verbunden. Wartet mal. Ja, sind angeschlossen.
Wartet. Ich setze da mal einen Zug drauf und sage dem, er soll ins Ölfeld fahren. Ach nee, der ist hier nicht verbunden, ne? Der da kann nicht und der ist... Ja. Doch, ist es. Er müsste das eigentlich schnallen. Willst du der Öl oder der Dingszug? Kann nächsten Halt nicht erreichen. Du bist... Der Schwefelsäure, out. Warum? Ja. Das jetzt... Ist jetzt wieder so ein Ding hier, guck. Angeschlossen. 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 Nicht angeschlossen. Doch, angeschlossen. Da ist ja die Weiche. Und dann geht die nicht. Wenn ich jetzt hier... Wenn man jetzt das mal einen Zug... Ich kann hier einen bauen. Ich kann hier einen bauen hier. Den setzen wir jetzt mal hier hin. So. Du kriegst mal den Schwefelsäure out. Wo bist denn du? Kupfer out. Mal Zang. Wo ist sie denn? Schwefelsäure out. Da ist sie. Da. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist genau das, was da hinten an der Recyclinganlage ist. An der AKW-Recyclinganlage. Der müsste den Weg jetzt finden, tut er nicht. Eins dieser Segmente sorgt dafür, dass diese Verbindung nicht besteht. Und das ist in der Regel das hier. Weil Schwefelsäure out ist da. Mal gucken. Jetzt vielleicht. Nö. Hast du Strom? Ja, das ist das. Guck, die ist verbunden. Und jetzt mit diesem Schienensystem, es kotzt mich richtig an. Das ist ja das, was da hinten bei dem AKW auch ist. Ne? Ihr seht, da ist eine Verbindung und kann er nicht mehr finden. Es ist in diesem Moment passiert, wo das hier angeschlossen wurde. Wenn du jetzt so machst hier, warte mal, wo, auf welchem Gleis steht denn der? Steht der auf dem? Da, fährt er, guck. Das ist der Ölzug, der fährt gleich da lang. Da ist der Schwefelzug. Ne? Das ist das, was mich immer ankotzt. Ihr habt dann irgendwo auf dieser Strecke ist eine Verbindung, die dafür sorgt, dass doch keine Verbindung ist. Jetzt machen wir den dran, bin mal gespannt. Kann sein, dass der noch Geschwindigkeit hat. Ne, er fährt noch vom Rollen. Lass mal gucken. Er mault auch noch nicht rum. Jetzt müsste das... Kann natürlich sein, dass die, wenn jetzt da hinten sind... Schwefelsäure out ist da. Aha. Alles klar. Wollte er da nicht anhalten, aber es kann sein, dass er... Kann jetzt sein, dass der Ölzug, wenn er da hinten ist und dann aufgeladen wurde, gesagt wird, er findet den Weg nicht zurück. Warum? Wegen dem. Wenn dem so ist, machen wir den Bogen hier weiter rum, so dass wir hier noch dieses 2 kriegen und der fährt dann halt hier und so und... Hast du nicht gesehen? Wer bist denn jetzt du? Achso, das ist der... Aber er fährt. Er findet die Hauptbasis, okay. Ja, ihr habt ja dieses Problem, das machen wir hier weiter rüber, aber in der nächsten Folge. Und dann zeige ich euch noch, was ich da hinten in der Pampa gemacht habe mit Schiene. Da gibt es eine komplett neue Schiene. Ziemlich hoch. Ziemlich lang. Bis dann. Und dann ist auch bald Update 5. Tschüssi.